Hallo ihr Lieben, ich zeige euch heute eine schnelle Tomatensoße, zubereitet in der Cook for Me aus frischen Tomaten. Und abgewandelt kann man das Ganze auch als Tomatensuppe anbieten. Dafür einfach ein paar frische Kräuter unterrühren, etwas Frischkäse und das Ganze dann auch noch mit ein paar gerösteten Croutons bestreut servieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Beitrag und beim Ausprobieren. Und wofür ich diese Tomatensoße benötige, zeige ich euch am Ende des Beitrages. Und ich wechsle zur manuellen Einstellung, klassisches Garen und wähle Braten und der Topf wird erhitzt. Etwa 3 Esslöffel Olivenöl werden angegossen, eine Zwiebel und 3 Knoblauchzehen werden zugegeben und angebraten. Eine rote Paprika wird zugegeben. Etwa 2 Esslöffel Tomatenmark werden zugegeben und mit angeröstet. Ein Kilo Tomaten wird zugegeben. Flacher Teelöffel Salz, ein Viertel bis halber Teelöffel Chiliflocken, und ich wechsle zum Programm Garen unter Druck. Für schnelle 5 Minuten und es wird abgedampft. Und ich verlasse das Programm. Und es kommt wieder der Pürierstab zum Einsatz. Nach Belieben können nun auch noch Kräuter zugegeben werden oder auch Frischkäse. Die Restwärme genügt uns. Thank you.
nee, aber das ist ja das Weg. Entschuldigung, sehr. Ich hab keinen Fuß. Messo da. Posti a mare donna. Ah? Ora di tutte le cose sono calde. Buona. Ah?